Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und nein, ich habe nicht mein Team komplett umgebaut und mir auf einmal Heroes die Natale gekauft. Der ist ja auch gar nicht so einfach zu kaufen. Ich glaube, der ist dauerhaft extinct. Sondern das hier ist ein Draft-Team. Also nicht wundern, in der letzten Folge habe ich ja noch das neue Team gezeigt. Das steht auch immer noch so mit leichten Veränderungen. Aber das hier ist ein Draft-Team. Und das soll es auch in dieser Folge geben. Nämlich ein Draft-Finale. Ich habe mich mit dem Team jetzt in das Finale gespielt. Und das möchte ich mit euch zusammen machen. Und ich finde, das Team ist eigentlich soweit mal ganz cool. Es sind viele verschiedene Ligen drin und mal ein bisschen was anderes und natürlich auch vor allem Heroes die Natale, der mir richtig gut gefällt. Ich werde euch mal an dieser Stelle ein paar Highlights reinschneiden, weil der hat schon ein paar geile Tore gemacht bei mir. Ja, und ich hoffe, ähnlich geht es jetzt weiter. Wie gesagt, jetzt ins Finale. Und ich muss sagen, Draft bis jetzt in FIFA 22 ist so mehr oder weniger erfolgreich. Ich habe viele Drafts nicht gewonnen. Ich habe erst 3 Stück gewonnen. Und die letzten beiden Finale oder Finalspiele, die habe ich gerade auch verloren. Also ich habe jetzt hier schon gerade ein paar Drafts gespielt. Diesmal soll alles anders sein. Diesmal habe ich nämlich auch ein cooles Team. Die letzten beiden Drafts, die waren nicht ganz so nice. Ich werde logischerweise im 4-4-2 spielen. Ich glaube, die Taktik brauche ich gar nicht zu erzählen. Wir gehen einfach rein in das Finalspiel. Ich stelle noch ganz kurz hier die Szene um und dann geht es jetzt hoffentlich gleich rein. Ja. So, wir haben einen Gegner und auch einen guten Ping. Das ist schon mal, ja gut, sagt es so viel aus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Team vom Gegner ist auch jetzt nicht so richtig überragend, hat ein paar Spieler auch out of position, kommt auch nicht auf 100 Chemie. Bei meinem Team ist eigentlich soweit ganz cool, dass ich nicht direkt von Beginn an wechseln muss. Und ich glaube, ich habe auch, na doch, ich habe sicherlich auch mal einen Wechsel gemacht. Ich warte mal, ob er mal Pause macht. Kann man eigentlich auch immer drauf spekulieren, aber macht er nicht. Also auch er, vielleicht mit keinen Umstellungen. Das, was ich mache, ist, dass ich Messi mit Di Natale im Sturm spiele und Mertens, den kann man gut auf den Flügel stellen. Ach, ich habe auch noch den Jesus, merke ich gerade. Den habe ich auch überlegt, ob ich ihn irgendwie starten lasse, weil ich die Karte auch sehr interessant finde. Aber irgendwie habe ich mich dann doch für Messi entschieden. Und wir spielen hier mit einem Fast Build-Up und Direct Passing Approach, ähnlich zu meinen normalen Taktiken. Und ja, wir gehen einfach mal rein ins Spiel. Und was es auf jeden Fall auch am Ende dieser Folge geben wird, ist Packs. Ist klar, ich habe auch noch mein OTW-Pack. So, und jetzt Konzentration, weil ich möchte nicht schon wieder ein Finale verlieren. Deswegen bin ich auch mal direkt ruhig. Ich hoffe, der ist nicht im Abseits, ist er nicht. Oh, das ist halt so krass in FIFA 22. Wie gut die Gegner in solchen Momenten, also die Gegenspieler, vor allem dranbleiben. Damit, oh, ja, kriege ich den gespielt. Sehr gut, das war wichtig. Ich spiele den mal zurück. Hat er den durchgelassen, obwohl ich halt kurz rufen wollte. So, schicken wir mal hier. Ist eigentlich ein schöner Moment für einen L1 plus X-Pass gewesen auf Messi, aber Hammer. Hammer! Guckt euch diesen! Also, Di Natale hat echt krasse Abschlüsse. Und das ist ja wie FIFA 21, 20, 19, wie ich das gerade gemacht habe, mit dem Abschluss da ins kurze Eck. Aber der haut die Dinger halt so rein. Das ist echt krass. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen. Oh, scheiße. Oh. Boah, stark. Das ist halt so auch, der geht halt selten rein. Ist, finde ich, super rausgespielt vom Gegner, aber geht halt wirklich selten rein. Ich glaube, der ist auch vom Upamecano gespielt. Sehr schön, deswegen kriegen wir den Abstoß. Super Start. Das ist natürlich echt mit einem der ersten Angriffe. Der druckvolle Pass auf Di Natale war auch heftig.
dass der so funktioniert hat. Es spielt sich ein bisschen verzögert. Müssen jetzt hier aufpassen, nach so einem Ballverlust kann dann häufig auch Leute, wenn die Pressing-Taktik spielen, kann es unangenehm werden. So. Jo, spielen wir mal schön schnell. Ja, in den Rückraum. Ach du Gott. Den muss ich anscheinend annehmen. Den kann ich so nicht direkt spielen. Ich muss die Tempo aufnehmen. Er spielt halt ernsthaft James Rodriguez im Sturm. Hat der ein Pace-Upgrade bekommen? Weil ansonsten ist der doch eigentlich unspielbar im Sturm. Wollte ich so in dem Winkel safe nicht. Aber, guck mal, den Krümmer, ja, wollte ich gerade sagen. Also, er hat eigentlich kaum einen Ausweg gehabt, den Übersteigern, wie es nice werden kann. Boah, unangenehm. Schöne Balleroberung, wichtige Balleroberung. Guckt euch das mal an. Uff, ich habe da was gesehen, was so nicht klappen konnte. Okay, ich glaube. Sauber, der ist nicht im Abseits. Also die Natale, wie der sich jetzt gerade wieder bewegt hat, anscheinend im Nicht-Abseits quasi. Ey, bitte nicht so früh. Also wenn der jetzt rausgeht, das wäre... ich wäre froh über den Draft-Sieg, sage ich ganz ehrlich. Das wäre aber richtig blöd jetzt für dieses Video hier. Richtig blöd. Sehr schön. Oh, ich bin... das war schlecht von mir gemacht. Ich kann eigentlich auch sehr gut so dribbeln, dass ich den Ball vielleicht auch gespielt bekomme. Geile Balleroberung bringe ich auch. Sehr schön, wichtig. Richtig schlecht wieder von mir. Ich muss jetzt hier den Deckel drauf machen. Ich muss den Todesstoß versetzen. Der Gegner ist, glaube ich, schon auf Tilt. Guck mal, ich habe den ein bisschen schief geschickt und jetzt die Lupfer. Ah, ich dachte, der kommt da vielleicht dran. Bitter. Bitter, das wäre wieder so ein Traumtor gewesen. Davon gab es echt ein paar. Diese Läufe von Di Natale in die Spitze sind heftig. Ganz schlimmer Ball. Oh, muss ich zurücklaufen jetzt mit dem anderen. Kein Foul. Kann sich echt viel erlauben. Sehr wichtig. Hunger und Merten ist auch kurz, sodass ich den dann halt ohne Probleme angespielt bekomme. Hier kann man hier druckvoll auf Di Natale spielen. Unten auf Mertens und jetzt mal auch schön viel Tempo mitnehmen. Ah, ich breche lieber ab. Oh, wo spielt der den denn hin? Das war jetzt, da hat es nicht so wirklich gepasst. Oh, ich hoffe, der ist nicht mehr abseits. Ist er nicht. Okay. Also... Ich meine, Gabriel ist echt nicht schnell. Ne? 68 Tempo oder sowas hat er. Okay, krass. Also da ist er wirklich gut dran geblieben gerade. Wir müssen hier, wie gesagt, das dritte Tor machen. Dann kannst du... Oh nein, die musst du kurz rufen. Ne? Wenn ich Fast Build abspiele, musst du so in solchen Momenten kurz rufen mit R1. Sehr wichtiger Block. Ich denke auch ehrlich gesagt nicht, dass er reingegangen wäre. War ein sehr optimistischer Versuch, aber you never know. Deswegen gerne den Block mitnehmen. Oh, ganz schlimmer Schnitzer, aber der Spieler. Oh, das ist halt eigentlich ein Spot für James. Und der Gegner, okay, er hat Pause gemacht, um Spielerwechsel zu nehmen, denke ich. Also er spielt hier im 4-2-2-2. Wen hat er auf der Bank? Leroy Sané, mal gucken, wen er noch hat. Er hat keinen guten Draft, ne? Also wird wahrscheinlich irgendwie Insigne und er wird wahrscheinlich definitiv Insigne bringen. Boah, Promise und Sané. Ja, Sané ist halt auch, ich glaube, er hat nur noch 2 Stände Weakfoot, ne? Und das ist, muss man auch sagen, wahrscheinlich echt in Ordnung. Okay, also er hat James ausgewechselt. Das kann ich ihm nicht verübeln. Man sieht schon Sané auf jeden Fall vorne links drinne. Rashford stellt er in den Sturm, macht auch Sinn. Sehr, sehr gutes Pressing hier von ihm. Gute 1 gegen 1 Verteidigung. Wäre echt ein schönes Beispiel für ein Tutorial. Oh, ich habe direkt zu Beginn gesagt, es spielt sich verzögert und man merkt es in diesen Momenten gerade so hammerhart, wie ich extrem planlos durch die Gegend eiere. Also das, ich glaube, das seht ihr. Sehr schön. Schönes Ding. Schöne Balleroberung. Jetzt haben wir eine schöne Kontersituation. Ja, kriege ich den? Ja, ich kriege ihn nicht.
Ich habe gerade so gestottert, weil ich glaube, ich habe mich selber im Brain irgendwie so ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich irgendwie auch dann die Eingabe vermasselt habe. Okay, es ist der Halbzeitpfiff. Ah, ein guter Start, ein bisschen nachgelassen, wirklich Nachlässigkeiten in dem Sinne auch, wie ich da die Bälle zwei, dreimal verloren habe. Das darf mir nicht passieren, aber ich will es auch nicht so als Vorwand vorschieben, aber es spielt sich echt verzögert. Aber, also, was ist los mit mir? Auf einmal fange ich hier an, Sprachprobleme zu entwickeln. Der Di Natale, der bewegt sich übertrieben geil mit Ball. Irgendwie, der hat was. Der könnte jetzt unangenehm werden, wenn er anfängt, Pressing zu spielen. Ich glaube, der wäre gar nicht so schlecht gekommen. Grün ist dann Finish aus so einer Position. So, Ecken sind meine Spezialität, insbesondere mit Marquinhos. Ist die Frage, wo ich ihn hinbringen muss, damit der Torhüter nicht rauskommt. Ah, das ist zu weit weg, mein Freund. So, oder. Also, dass da noch hinten einer mitgelaufen ist, der ihn dann so quasi ins Spiel bringt, das hat mich überrascht. Ich habe mich gewundert, warum der so weit nach vorne läuft. Aber, oh, komm, nimm ihn auf. Danke. So, wir müssen noch mal ein bisschen mehr bringen. Okay, wir müssen hier abbrechen, weil da halt komplett zugestellt wird. So, jetzt können wir schön nach vorne spielen, sauber schön nach vorne spielen. Es ist das langsamste Spiel, was ich seit langem gespielt habe. Muss man mal ganz ehrlich drüber reden. Also das ist wirklich, es ist der Wahnsinn, wie langsam dieses Spiel hier gerade ist. Weil die Verbindung ist ein Käse sondergleichen. Ich hätte einfach oben auf Mertens spielen können. Müssen wir hier aufpassen, dass er nicht irgendwie einen Steilpass ansetzen kann. Habe ich jetzt sehr auf Risiko gerade gegangen. Hat in den Sinn ja auch eingewechselt, so wie ich es mir vermutet hatte. Einfach Todesunfall, dass der noch am Ballbesitz gerade ist. Und jetzt kassiert man halt meistens dann auch. Sehr schön. Jetzt der Rebic. Ich werde mal gucken, ob ich... Naja, krieg ich nicht gespielt. Jetzt vielleicht schöne Doppelpass. Simple Doppelpass-Geschichte. Boah. Da wird der Mertens ein bisschen in die Zange genommen. Ja, ist alles andere als einfach. Ja, ja. Das ist nicht gut gespielt. In die Balleroberung, das ist wichtig. Oh, ist das schlecht. Ich spiele den jetzt mal bewusst nicht auf Messi. Boah, guckt euch das an! Also man, in dem Spiel sieht man es ja aber auch übertrieben. Boah! Okay, wir laufen jetzt mal hier weiter mit Marquinhos. Bin ich froh, dass ich den habe, weil genau deswegen. Er ist schnell und er ist super stark in den Zweikämpfen. Okay. Ich dachte, der war eigentlich komplett frei. Die funktionieren eigentlich extrem gut, diese Flanken. Jetzt habe ich ein Problem. Aber es gibt gute Torhüter in FIFA 22. Ja, gefällt mir. Ich wollte den... Manchmal, also meistens beschwert man sich, dann sagt man so, ich wollte ihn direkt spielen. Oh Gott. Ich wollte ihn direkt spielen und so weiter. Und er hat ihn nicht gespielt. Und diesmal wollte ich ihn bewusst annehmen, um mich dann noch zu drehen. Und dann den Pass zu spielen. Aber in dem Fall spielt er dann wirklich direkt. Und so konnte er dann nicht funktionieren, um ganz ehrlich zu sein. So konnte er einfach nicht funktionieren.
Ich wollte mal was Ausgefallenes machen. Es ist so krass, was nicht gepfiffen wird in FIFA 22. Oh, schade, aber es gibt die Ecke. Ist eine gute Möglichkeit. Ich werde, glaube ich, hier nochmal auf jeden Fall reinbringen. Mal sehen. Ich bringe die diesmal ein bisschen weiter weg. Kräftig. Ich hoffe, Teuter traut sich da. Oh, die ist zu weit weg. Aber wir kriegen vielleicht eine zweite Chance. Nee. Ja. Krass. Das war ein bisschen. Mission lucky, würde ich sagen. Okay, wir bleiben hier dran. Wir bleiben hier dran. Oh, ich habe einmal einen Spielerwechsel zu viel gemacht. Sehr schön, aber man kennt das. Oh, jetzt der zweite ist mir. Schön, schön breit gemacht. Boah, wenn der reingeht, ich hätte alle meine Münzen gespart und mir den gekauft. Schade. Okay, er holt den Torhüter diesmal nicht raus. Oh doch, jetzt, das war natürlich unlucky timing. Ey, sag mal, wo bringt denn Messi die Dinger hin? Ihr seht das ja, wo ich hinziele oder hin. Jetzt schon wieder. Ah, ich weiß, glaube ich, warum ich so überrascht bin. Ich spiele nämlich immer seit langem mit zwei Balken bei Ecken und ich glaube, ich bin überrascht, wie viele Leute ich da noch hinten stehen habe. Ich glaube, das bringt mich gerade so ein bisschen raus. Wollte ich natürlich logischerweise nicht auf ihn im Abseits spielen, sondern einfach den Nebenmann, der dran stand, der nicht im Abseits war, der einfach hätte den Ball angenommen. Naja. Komm, ein Ding machen wir noch. Das so ein mageres 2-0, was ich irgendwie so nach 10 Minuten gefühlt geschossen hatte, ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, aber gut, es sieht ganz danach aus. Ja. Jetzt ist halt vorbei. Aber das Wichtigste ist, ich habe mal wieder einen Draft gewonnen. Das freut mich. Ja, ja, ja. Oh, gibt sogar noch einen Freistoß. Keine Ahnung, wo der jetzt da den Freistoß gesehen hat. Wir nehmen ihn an, wir hauen ihn raus. Und dann ist hier Feierabend. Sehr, sehr gut. Ich habe den Draft gewonnen. Es war ein sehr starker Auftakt. Es tut mir leid, dass ich das nicht habe aufrechterhalten können. Das müsst ihr mir ein bisschen nachsehen. Aber irgendwie bin ich dann auf das Gameplay beim besten Willen nicht mehr klargekommen. Und jetzt habe ich schon direkt weitergedrückt. Ich hätte noch mal ganz kurz vielleicht auf die Stats schauen können und so weiter. Nein, wir sind jetzt hier schon durch. Und ich werde jetzt noch ganz kurz die Szene ändern. Und ja, das waren meine Ergebnisse. Ich habe die ersten zwei Spiele, fand ich, waren sogar noch die härtesten, muss ich sagen. Das dritte, es war ein Rage Quit. Und das vierte, das habt ihr jetzt gesehen, das habe ich auch solide über die Runden gebracht. Chapeau übrigens an den Gegner. Ich habe das Gefühl, er hatte echt ein schwaches Team. Er hatte echt einen schwachen Draft und er hat es damit auch bis ins Finale geschafft. Also das ist auch schon mal nicht schlecht, wie er das bis dahin geschafft hat. Und ich glaube, er hat auch hinten raus gezeigt, dass er durchaus spielen kann. Sein Draft war aber echt für die Tonne. Und ja, die ersten beiden Spiele, die waren die härtesten. Jetzt gibt's die Rewards. Das ist okay, glaube ich. Es hieß ja mal irgendwann, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, wenn ihr euch auf Twitter rumtreibt. Könnt ihr übrigens auch mir gerne folgen auf Twitter. Link ist in der Videobeschreibung. Da gab's das Gerücht, dass man für einen Draft-Sieg jetzt bessere Rewards bekommt. 83 plus garantiert und so weiter. Habt ihr das auch gelesen? Was ist daraus geworden? Das sehen wir nämlich gleich, das ist nichts. Das halte ich für ein ganz schlimmes Gerücht. Nun gut, das sind die Packs. Ich habe 5 Stück hier am Start. Eben das, was ich bekommen habe. Da habe ich noch ein Early Access Pack. Da ist ein Team of the Week Player drin. Ah, nee. Auf einer 10-Game-Loan-Basis. Na gut. Und dann noch das Wants to Watch. Das machen wir wahrscheinlich am Ende auf. Wir machen als erstmal das Premium Gold Pack auf. Will ich ja auch jetzt hier nicht so unnötig auf die Folter spannen. Ich hätte vielleicht nochmal mir den Song anhören sollen. Vielleicht ist das ein beliebter Song. Dann machen wir die Rare Gold Packs auf. Das ist schon mal ordentlich. Das ist Muriel, nehme ich an. Nee, Zapata. Ich glaube, Muriel hätte keine Fontänen und so weiter bekommen. So, Zapata, ich habe einen Hunter Chemistry Style, ist okay, die packe ich schnell auf die Transferliste. Ja, okay.
Ja, also jetzt müsste noch mal was kommen in dem Pack hier. Wieder ein Fontaine-Spieler. Mein Gott. 84. Der war zeitweise durch SPCs gut gefordert. Dazu noch ein Stones, Masraoui. Masraoui. Ich glaube, das Beste ist noch wahrscheinlich das Stadion, was ich hier gezogen habe. Das ging, ich habe das schon mal für 2000 verkauft. Ja, da seht ihr gerade. 3,5 wird dafür auch geboten. Das werden wir einfach mal für 4000 draufstellen. Und 3000 Start. Und das ist vielleicht das Beste, was ich in den Packs jetzt hier von dem Draft-Finale, von dem Draft-Final-Sieg bekommen habe. Cool. Da ist die Freude groß. Early Access Pack. Wow. Das war ein Highlight. Da bin ich aber froh, dass ich das jetzt aufgehoben habe und nicht irgendwie voreilig gezogen. Das wäre ja ein Ding. Cool wäre, wenn ich jetzt hier auch ein OTW ziehen könnte oder picken könnte. Ich nehme lieber Kramaric. Geil. Und auch der Team of the Week, den ich bekommen habe, erste Sahne. Boah. Da, der wird auch zu seinen Einsatzzeiten kommen. Es ist schon sehr traurig, muss man sagen. Nun gut, jetzt das OTW-Pack. Ihr wisst es, Portugal, Frankreich. Mal schauen. Ich bekomme eh den Berghuis. Nein, ich bekomme Saúl. Der könnte. Also ich finde, der hat gute Anlagen. Der hat wirklich ein schönes Paket, nämlich alles auf 70er. Und wir wissen, wenn da zwei, drei Informs kommen, dann hat er alles auf 80er. Na gut, der Pace-Wert, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Schade, dass es geht schlechter, es geht aber auch besser. Naja, das war's. Leider, es tut mir leid, dass die Packs vom Finale oder vom Finalsieg ein bisschen enttäuscht haben. Da war jetzt ein bisschen mau, aber das kann ich, das ist euch vielleicht schon aufgefallen, das kann ich nicht beeinflussen. Da habe ich leider wenig Einfluss drauf. Naja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.